Hallo und herzlich willkommen zu Alpha Play Rooms. Heute zeige ich euch mal mein Star Wars Buch mit den Sammelstickerkarten vom Kaufland. Also es wird kein langes Video, deswegen stellt euch schon mal drauf ein, wird schnell zu Ende sein, aber dafür seht ihr meine Kollektion, die ich aktuell ergattern konnte. Es ist so ein Hardcase, ganz gut verarbeitet, hat verschiedene Inhalte mit Informationen, die wir jetzt so nicht zeigen. Was ich euch zeige, sind meine Karten. Und let's do it. Also machen wir mal die erste Spalte auf. Wie ihr seht, habe ich da schon alle voll. Die 1, 2, 3 habe ich. Dann Darth Maul, R2, D2, General, General. Dann habe ich hier sogar noch Glitzervarianten. Von die Galaktische Republik, den Yoda, der ist sehr selten. Also den habe ich echt nicht oft gekriegt. Und hier auch von dem netten königlicher Sternenkreuzer, der Naboo, den auch den habe ich in Glitzerform. Machen wir den zweiten Flügel auf. So, und da habe ich Darth Vader in der Glitzerfassung und Boba Fett. Ist das nicht nice? Die Nummer 16 habe ich leider nicht bekommen von allen Packages, die ich bis jetzt bekommen habe. Und hier habe ich wieder eine Glitzervariante von der Rebellion Allianz. Sehr schön designt. Die Karten machen echt was her. Den Yoda. Dann gehen wir mal zur nächsten Ebene. Und hier habe ich einiges an Glitzerkarten. Diesen Poe Dameron habe ich einmal als Glitzervariante. Finn. Die Nummer 25 ist mir leider verwehrt worden. Also, die habe ich leider nicht bekommen. Genauso wenig wie die 29. Dafür habe ich aber den C3PO als Glitzervariante. Und den General Hux auch als Glitzervariante. Und das 0 plus Ultra natürlich. Luke Skywalker. Coole Sache. Richtig cool. Und das ist jetzt der letzte, also die letzte Ebene. Und da habe ich dann einmal Zori als Glitzervariante. Den Silith Trooper. Und ich habe die Ritter von Rena. Auch als Glitzer. Jo, das ist mein Set, was ich bis jetzt voll bekommen habe. Mir fehlen also noch 1, 2, 3 Karten in meinem Sortiment und noch einige Glitzer. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch und ansonsten, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, dann lasst ein Subscribe da, damit ihr auch weitere Videos von mir sehen könnt. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.